Nigeria ist der größte Erdölproduzent Afrikas. Das Land leidet seit Jahrzehnten unter der schweren Umweltverschmutzung durch die Ölindustrie. In den vergangenen Jahrzehnten gab es mehr als 10.000 Ölunfälle. Sie können zu irreversiblen Umweltschäden führen und sind eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit. Bislang gibt es jedoch kaum wissenschaftliche Untersuchungen, die die Auswirkungen von Ölunfällen auf die Gesundheit der Menschen vor Ort untersuchen. Eine an der Universität St. Gallen durchgeführte Studie schließt nun diese Lücke, indem sie die Auswirkungen von Ölverschmutzungen auf die Neugeborenen und Kindersterblichkeit untersucht. Wir haben einerseits Daten zu den Oilspills, die es gibt in Nigeria, im Niger Delta, und andererseits haben wir Daten über die Geburtenhistorie von Tausenden von Müttern in Nigeria. Und wir haben die zwei Daten in Raum und Zeit miteinander verbunden und dann geschaut, was ist jetzt die Auswirkungen, wenn es einen Oilspill in der Nähe gab, auf die Kindersterblichkeit. Wir haben uns dabei fokussiert auf Geschwister und haben gesehen, dass Geschwister, die nach einem Oilspill auf die Welt kamen, eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, im ersten Monat zu sterben, als Geschwister, die vor dem Oilspill auf die Welt kamen. Die Studie ist eine Zusammenarbeit von Roland Hodler und der ehemaligen HSG-Doktorandin Anna Brüderle. Die Initianten der Studie stellten fest, dass Ölunfälle innerhalb eines Radius von 10 Kilometern die neonatale Sterblichkeitsrate verdoppeln. Die Studie hat ein großes mediales Echo renommierter Zeitschriften, Zeitungen, NGOs und TV-Stationen rund um den Globus hervorgerufen. Kurzfristig ist es schwierig, gesellschaftliche Veränderungen vor Ort zu erzielen. Aber die große Medienaufmerksamkeit, die unser Projekt bekommen hat, hat immerhin geholfen, den guten Akteuren vor Ort die bessere Karten zu geben. So haben sich verschiedene NGOs auf unsere Studie berufen. Zudem hat der Governor von Bayelsa State, das ist einer der Staaten im Niger Delta, sich entschieden, eine Kommission einzuberufen, die Empfehlungen machen soll, wie denn die Erdölindustrie vor Ort besser reguliert und überwacht werden kann. Wir konsumieren unglaublich viel Erdöl in unserer westlichen Gesellschaft, sind uns eigentlich nicht bewusst, in welchen Umständen dieses Erdöl produziert wird. Wenn wir beispielsweise die Bilder sehen von BBC, die haben Mütter interviewt im Niger Delta, die ihre Kinder verloren haben, vermutlich aufgrund von Oilspills, dann geht einem das schon sehr nahe. Und ich glaube, diese Bilder kombiniert mit den etwas kalten, aber halt dafür statistisch aussagekräftigen Daten, die wir analysiert haben, geben dann ein klares, in sich kohärentes Bild, dass dort wirklich eine Tragödie stattfindet. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass die Bemühungen, Erdölverschmutzung im Niger-Delta zu verhindern, jedes Jahr Tausenden von Neugeborenen das Leben retten könnten. Ich bin stolz, dass ich als quantitativer Sozialwissenschaftler etwas dazu beitragen konnte, dass dieses Bewusstsein gestiegen ist, und hoffe jetzt, dass wir vor Ort wirklich auch Verbesserungen erzielen können.